360 Football hier mit einem neuen Video, und zwar sprechen wir darüber, wann und ob macht ein Einzeltraining oder auch Privattraining oder Individualtraining genannt wirklich Sinn. Wir sind ja schon seit 2017 in diesem Bereich tätig, und auch seit diesem Zeitpunkt ist in diesem Bereich sehr, sehr viel gegangen. Also es gibt immer mehr Kinder oder auch Erwachsene, bis zu Profis natürlich auch, die zusätzlich individuell trainieren, weil man einfach gemerkt hat, dass natürlich jeder Spieler anders ist, jeder hat andere Schwächen und Stärken, und das kann man in einem ganzen Team nicht als Gesamtes trainieren. Da muss jeder auch für sich selber schauen. Heute aber spezifisch, macht es auch für Kinder Sinn oder ist es auch öfters zu viel? Ja, wir sprechen hier aus eigener Erfahrung, wir haben schon tausende Trainingseinheiten gemacht. Und bei Kindern ist es folgendermaßen. Es gibt Kinder, die können schon mit 8 Jahren zum Beispiel in ein Einzeltraining, in ein Zusatztraining gehen, weil sie richtig Freude daran haben, Gas zu geben. Also wenn die Motivation vom Kind aus selber kommt, dann sagen wir immer durchaus, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, das zusätzlich zu fördern. Denn es wird disziplinierter, besser im Fußball und wird das auch in andere Bereiche des Lebens mit reinnehmen, und das Kind wächst weiter. Ist es aber so, dass das Kind noch extrem verspielt ist und zwar vielleicht gerne Fußball spielt, aber jetzt nicht unbedingt so gerne intensiv trainiert spielt, das gibt es auch. Dort sagen wir meistens noch etwas zu warten, denn wenn die Motivation, also diese intrinsische Motivation nicht vom Kind aus kommt, dann ist es eher gefährlich, wenn man allzu früh mit so einem Training beginnt, weil dann verbrennt man das Kind und meistens in ein paar Jahren hat es die Freude am Fußball verloren. Also sagen wir immer, das Erste, was wir anschauen, ist, kommt die Motivation wirklich vom Kind selber oder ist es eher der Wunsch oder das Ziel der Eltern, und anhand von dem kann man schon sehr, sehr schnell sagen, macht ein Einzeltraining Sinn oder nicht. Dann bei den etwas älteren Jungs oder Jugendlichen als Beispiel, dort ist die Situation natürlich auch wieder anders. Dort gehen wir schon davon aus, dass eigentlich nur noch die dabei sind, in den besseren Mannschaften oder Gas geben wollen, die auch etwas erreichen wollen oder sich einfach sportlich von sich aus auch verbessern wollen, um das auch in andere Lebensbereiche mitzunehmen. Bei den Kindern oder Jugendlichen in dem Fall macht es eigentlich immer Sinn, ein Zusatztraining zu machen. Umso mehr Training sie haben, umso spezifischer muss man das Einzeltraining oder das Zusatztraining gestalten, weil da weniger körperliche Kapazität noch vorhanden ist. Weil man kann nicht 5-mal Mannschaftstraining machen und nochmal 10-mal Einzeltraining in der Woche, das ist natürlich viel zu viel. Aber wenn man da nochmal gezielt an einigen Sachen arbeitet, kann man extreme Fortschritte machen. Und das sehen wir täglich in unseren Trainings oder auch Spieler, die wir über längere Zeit schon betreut haben, was die für Leistungssprünge machen, das ist teilweise schon massiv, und es ist natürlich klar, dass man da individuell auf ihn eingehen kann, auf den Spieler oder die Spielerin, und das dann auch extrem intensiv trainieren kann. Man hat viel, viel mehr Ballkontakte, was natürlich im Mannschaftstraining auch sehr oft verloren geht. Wenn jetzt ein Spieler nicht viel Training hat, aber schon ein Jugendlicher ist zum Beispiel, dann kann man natürlich mit mehr oder mehrere Einheiten pro Woche sogar einbauen, damit er den Unterschied ausgleichen kann. Ich sage jetzt einen U-Mannschaftenspieler, der schon 4 bis 6 Mal trainiert, und dann hast du jemand anderen, der 2-3 Mal trainiert. Wenn das natürlich so weitergeht, wird der Abstand immer größer, und mit dem Zusatztraining kann man den Abstand meistens etwas verringern. Natürlich spielt auch noch Talent eine Rolle, ist klar, müssen wir nicht drum herum reden, aber mit dem Zusatztraining kommt man so näher und hat dann auch erste Erfolge, Erfolgsgefühl, was man auch wieder in anderen Bereichen des Lebens natürlich mitnimmt und so allgemein gepusht wird, oder auch die Disziplin wird besser etc. Darum können wir das immer empfehlen. Also alles in allem zusammengefasst, bei den Kindern, wenn die Eigenmotivation da ist, unbedingt zusätzlich fördern, weil es ist etwas Sportliches, das ist immer sehr, sehr gut. Die Disziplin wird gefördert. Sie nehmen es in andere Lebensbereiche mit im Normalfall. Sie sind weniger vor dem PC und auch öfters besser in der Schule, weil sie einfach mehr durchziehen und das lernen. Wenn aber die Eigenmotivation noch nicht da ist, etwas zu warten, schauen, ob das vom Kind aus selber kommt. Und bei Jugendlichen, die dann noch mit 13, 14 eigentlich Gas geben wollen, dort ist der Fall sowieso meistens klar, denen tut ein Zusatztraining immer gut. Und wenn es dann weiter nach oben geht,
dann muss man ja noch spezifischer arbeiten und dort geht es ja wirklich vielleicht eine Profikarriere, dort muss man noch gezielter arbeiten oder es könnte auch sein, dass ein Viertligaspieler einfach mehr Disziplin bekommen möchte und einfach sich verbessern möchte und er das auch wieder in andere Lebensbereiche mitnimmt, sportlicher wird, dann disziplinierter und. Dort macht es durchaus auch Sinn. Also unsere Empfehlung bei fast allen Fällen, mach das Zusatztraining, zieh durch und du wirst überall auf ein neues Level kommen. In diesem Sinne, liken, subscriben, etwas kommentieren und bis zum nächsten Mal.